Ja, Schwein, da guckst du. Da bin ich nämlich schon wieder nach oben unterwegs. Und will dann nochmal was überprüfen. Also, ja, die World Border hat sich, glaube ich, seit dem letzten Besuch hier drastisch erweitert. Und deswegen wollte ich hier nochmal was abbauen. Oh, guck mal. Da haben wir, denke ich mal, einiges an neuer Beute, die wir mitnehmen können hier. Genau, das Eisen auf jeden Fall. Und hier ein bisschen Sand noch. Ich meine, warum nicht? Obwohl Sand haben wir eigentlich oben genug. Aber ich schaufel den gerade mal weg, damit ich eventuell Sachen entdecke, die darunter liegen. So. Lehm habe ich jetzt auch schon wieder einiges. Nicht schlecht. Ja. Können wir nie genug haben hier. Müssen mal gucken, dass wir die Monumente weitermachen, ne? Und die Erfolge und so. Aber ich bin eben jetzt erstmal ein bisschen lieber am Farmen, anstatt nur den Erfolgen hinterher zu geiern und so. Trotzdem werde ich natürlich diese Aufnahme auf jeden Fall nochmal das Ganze abchecken und gucken, was wir am sinnvollsten als nächsten Erfolg angehen. So. Okay, das kann weg. Guck ich nochmal hier. Ah, geil. Nehmen wir die ganzen mal mit. Oh, bisschen Kohle. Bisschen Stein. No, nicht schlecht. Ist auf jeden Fall chillig. So, die nehmen wir mit. Oder die. Das. Na, war wieder gefällt. Ich kann irgendwie manchmal echt nicht reden. So. Und vor allem nicht schnell genug auf die Werkzeuge wechseln. Ja, das ist schlecht. So. Lol, hier ist eine Höhle. Oder ein kleiner Hohlraum. Aber dafür verschwende ich jetzt keine Fackel. Das wäre irgendwie nicht so klug. Weil ja, wir müssen wirklich ziemlich sparen mit den Sachen, die wir haben. Vor allem, ja, solange wir noch kein Holz haben. Ich meine, ich hoffe mal, dass der Baum jetzt wächst und wir langsam aber sicher Holz kriegen. Aber eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht. So, nehmen wir das mal mit hier alles. Ich denke mal, da kriegen wir auf jeden Fall genug, wenn wir hier weitergehen. Da haben wir noch mal Lehm. Oh, Alter. Da haben wir ziemlich viel hier. So. Vielleicht sind wir gar nicht mehr lehmtechnisch auf den Nether angewiesen. Wir müssen das Labyrinth abklappern, sondern können uns einfach hier mit über Wasser halten. Wer weiß. Alter, hier ist aber einiges. Das ist ziemlich geil. Ich glaube, man kann sich auch so hier hoch farmen. Oh, Alter. Als ob. Dafür verschwende ich sogar meine Fackel. Da ist ein Creeper. Mit guten Absichten wahrscheinlich. Ja, komm schon, Alter. Weg mit dir. So. Haben wir wieder Schwarzpulver. Ja, und guck mal, bis dahin können wir noch kommen später, Alter. Wieso kommen da die Partikel manchmal, wenn ich hier aus der World Border schlage? Jetzt nicht mehr. Ja, also so weit können wir die World Border noch treiben. Bin mal gespannt, wie das funktionieren soll. Bis wir da angekommen sind, da müssen wir ins End gehen und alles. Das Ende müssen wir uns echt mal vorknüpfen. Vielleicht schaffe ich ja mit Folge 50 oder so. Das wär's natürlich. So. Das nehmen wir mit. Okay, Zombie. Da geht's auch schon wieder weiter mit irgendwelchen Blöcken. Was gibt's denn hier noch? Lol. Hä, was ist das? Ich habe hier was entdeckt, Leute. Hä? Was ist denn das für eine Plattform? Wo führt das hin? Das interessiert mich jetzt mal. Oh. Oh Mann. Ziemlich komisch. Hä? Warum ist ja einfach so eine Prismarinenplattform? Die hat einfach gar keinen Sinn. Ist sie zur Verwirrung da oder was? Ich glaube, die ist für irgendwas, was man dann im Late Game entdecken kann. Aber was wir eben jetzt noch nicht freigeschaufelt haben. Oder mit der World Border noch nicht einsehen können.
Ja, aber gucken wir, so allgemein haben wir doch schon ziemlich viel aufgedeckt von der Karte, muss ich ja sagen. Wenn man sich das hier mal so anguckt. Ja. Nicht schlecht. Oh. Scheiße. Pilz raus. Ich glaube, Pilz haben wir eh genug und wenn nicht, dann wissen wir, wo sie stehen. So, also da kriegt man aber viele Cobblestones hier wieder. Ja, ich gehe jetzt, denke ich, auch doch mal zurück. Weil, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Bock, mich mehr hier ewig aufzuhalten. Ja, schauen wir mal. So, hier haben wir noch ein bisschen Gravel. Vielleicht nehme ich den nochmal mit. Vielleicht ist ja noch irgendwas Interessantes darunter oder dahinter oder wo auch immer. Obwohl, ich glaube gerade nicht. Aber man rechnet immer irgendwie mit solchen Verstecken. Alter, ey, verarsch mich nicht. So. Ja. Dann schaue ich mal hier noch. Alter, hier ist aber auch schon wieder einiges. Den Höhenstrang, den konnte ich letztes Mal noch überhaupt nicht, ja, erkunden. Aber jetzt schon teilweise, ne? Ist schon krass. So. Okay. Da waren wir schon. Alter, ich habe keine Vergiftung bekommen vom Fleisch, geil. So. Jetzt aber. Naja. Okay, ich gehe mal wieder runter. Oder warte mal, ich kann vielleicht hier nochmal gucken, wo wir hier eh schon freigegraben haben alles. Oh, hier waren wir gerade. Nice. Okay. Da wären wir dann also eh nur hierher gekommen, wenn ich mich jetzt noch hier lang gegraben hätte. Und oh, was ist denn da noch? Ey, yo. Da ist auch noch was Interessantes. Nice, Alter. Soll ich da mal hingraben mich? Vielleicht lohnt sich das. Ich gucke einfach mal. Ach so, das ist einfach nur das. Okay, na toll. Hätte ich ja nie gedacht. So, was kann ich nochmal wegwerfen oder so? Oder ich kann ja auch einfach was in die Offhand nehmen, damit ich hier nichts verschwende. Ja, vielleicht brauchen wir ja irgendwann noch übermäßig viele Flints. Und da ist Gravel natürlich dann ziemlich wertvoll. Ja, jetzt gehe ich aber, denke ich, erstmal nach unten. Ich denke mal, das war genug der Farmerei. Da können wir uns wieder dem Tagesgeschäft widmen. Oder so. So, bisschen was essen. Tue ich mal den Gravel raus. Oder irgendwas anderes. Ja, die Seeds können weg. Oh, Alter, ich habe schon wieder viel zu wenig Kisten, habe ich das Gefühl. Ah, guck mal. Wir haben ja ein paar dabei. Oder ein paar noch auf Vorrat. So. Hä? Lol. Weg mit dem Block. So, da kommen erstmal die ganzen schäbigen Blöcke hier raus. Alter, hier haben wir auch schon wieder so viel. So. Gold leider nicht. Ich tue das mal einfach immer da rein. So, den Lehm, den hat man ja woanders. Also ich will schon die Sachen wie Lehm und so, so wertvolle Sachen eben ein bisschen beisammen haben. Also zum Beispiel, dass wir das alles hier in der Kiste haben. Aber den Rest müssen wir jetzt nicht unbedingt so sortieren, finde ich, weil wir finden so viel Krempel davon, teilweise auch von diesen Eisshards und so weiter, dass das sich einfach nicht lohnt. So, Knochenmehl. Ja, ich meine, hebe ich mir auf jeden Fall auf. Können hier nochmal gucken, da hatte ich eh schon welches, Gunpowder. Wo waren denn die Bücher? Hier. Hier waren noch Samen. Ja. Ein Schwert, das werde ich sicherlich noch kombinieren. Dann können hier erstmal die Prismarindinger raus. Und das hier vielleicht irgendwie. Sand noch. Ja, dann kann ich ja vielleicht mal nach oben gucken, ne? Okay. Ja, und vielleicht gibt es ja da noch irgendwas Interessantes. Also einmal nach oben bitte. Ich glaube, hier war das. Oder? Ja. Genau. Hier sind einfach noch die drei Blöcke festgeklemmt. Ja, auch interessant. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Ne, hier waren wir schon. Ah ja, stimmt, hier hatte ich ja den Setzling gefunden. Da war ja die ganze Zeit keiner gedroppt.
Was ich auch ein bisschen scheiße fand. So, Zuckerrohr ernten mal. Ja, jetzt will ich aber hier auch schon wieder keine Fackeln verschwenden, so wirklich. Weil wir dafür eben wieder Holz brauchen, ne? So. Ach ja. Ich weiß auch nicht. Wir kommen irgendwie jetzt gar nicht mehr so gut voran. Eine Zeit lang lief es in letzter Zeit noch ganz gut, aber jetzt mittlerweile ist so, naja, bisschen Ruhe eingekehrt, sag ich mal. So, und vielleicht wäre jetzt auch der beste Moment, um mal zu gucken, was so als nächsten Erfolg zu machen ist. Zum Beispiel hier Backe Brot haben wir auch noch nicht gemacht. Als ob. Echt noch nicht? Hä? Moment mal. Ey, ich war schon weiter. Wieso hab ich... Hä? Was ist hier los? Ich hab doch das alles schon gemacht. Ich war... Ich hatte doch schon längst Diamanten und das alles. Hä? Bin ich wieder mit dem falschen Account drin? Oh, dann hätte ich doch nicht meine Sachen. Dann hätte ich doch wieder meine anderen Sachen gehabt. Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Wieso sind die Erfolge wieder so verbuggt? Also das darf in Captive eigentlich nicht passieren. Ey, da muss ich nochmal versuchen, mich gleich mit meinem anderen Account einzuloggen. Ich tue jetzt erstmal alles aus dem Inventar. Vorsichtshalber. Ja, Rüstung habe ich schon ausgezogen. Ich tue mal alles hier rein. Huch. So, zack. Und dann muss ich mal gucken jetzt. Da gehe ich mal mit einem anderen Account rein. Weil das ist jetzt höchst mysteriös. Und ich habe keinen Bock, die Erfolge nochmal zu machen. Ich meine, ich habe die gemacht. Da stehen auch 23. Und wenn wir hier mal zählen, das sind keine 23 Erfolge. Das sind gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Und vor allem, wir hatten den OP-Apfel gegessen und alles. Ja, und ich will mir das nicht nochmal cheaten eigentlich. Deswegen werde ich dann wahrscheinlich nochmal gucken, dass ich mit meinem anderen Account reinkomme. Also mit meinem Cracked quasi. Ich bin nämlich, glaube ich, gerade mit meinem normalen drin, obwohl ich offline bin. Also ich verstehe ja gerade gar nichts. Ich hoffe, mit die Erfolge, die lassen sich noch retten. Ich habe nämlich keinen Bock, die nochmal zu machen. Und wenn ich es machen muss, dann mache ich es auf keinen Fall offscreen, weil ich habe keine Lust, sowas zu machen. Also mache ich es onscreen auf jeden Fall. Dann machen wir eine Achievement-Wiederaufbesserungsfolge. Ja, aber das kann es ja echt nicht sein hier. Auf welchen Stand hat mich das zurückgesetzt? Ich verstehe das gerade gar nicht. Nach welcher Folge hatten wir diesen Stand? Weiß das noch irgendwer? Das hier hatten wir aber noch nicht, ne? Oder? Hatte ich schon. Doch, einen Verzauberungstisch hatte ich. Aber ein Bücherregal noch nicht, stimmt. Scheiße, jetzt habe ich auch schon wieder viel zu viel Holz verbraucht. Jetzt kann ich mir kein Bücherregal mehr machen. Oh Mann. Nee, doch, da habe ich noch was. Oh, scheiße. Mensch, dieser Baum da oben muss mal wachsen. Na gut, aber darum kümmern wir uns später. Jetzt gucke ich erstmal, ne? Also, bis dann.